Buongiorno aus Hamburg. Hier steht neben mir einer meiner Lieblingsitaliener. Das sage ich eigentlich immer zu meinem Restaurant, immer zu anderen Italienern. Aber du bist mein Auto-Lieblingsitaliener. Emanuele. Ganz wichtig. Habe ich richtig gesagt? Hast du super gesagt. Ich sage immer anders und das ist immer ein Frauenname. Und deswegen pfeift er mich immer zusammen. Emanuele. Buongiorno, genau. Viele kennen dich schon aus dem Video, weil wir haben ja schon mal was zusammen gedreht. Lustigerweise steht der Wagen da hinten, den wir gedreht haben zusammen, den verkaufe ich jetzt auch wieder, ein 4500 Abarth. Und du hast aber was ganz Schönes gebaut wieder. Hier steht nämlich ein Fiat 500 aus 1974, El Giardinieri, oder wie heißt Giardiniera. Das? Giardiniera. Übersetzt Gärtner. Der Gärtner. So, und das Auto steht hier, ist 95 nach Deutschland gekommen, haben so alten Brief und sowas haben wir alles hier, hat eine deutsche Zulassung, Abnahme, Sondergenehmigung, Ausnahmegenehmigung hier für die, wie heißen die? Selbstmördertüren. Selbstmördertüren heißen die, weil die gehen nämlich hier so rum auf, also ganz cool. Die geht gar nicht auf, die ist abgeschlossen, aber die geht auf. Ne? So, also nur mal so, dass man weiß, ne? So. Und jetzt Frage. Ich freue mich immer, wenn ich jemanden dabei habe, der das Auto gebaut hat oder der sich auskennt mit solchen Fahrzeugen. Emanuele, erzähl mal, wie lange hast du an dem Auto gearbeitet? Also ich habe das Auto circa 12, 13 Jahre. Seit 2018 ist er komplett restauriert in diesem Zustand. Und ja, also die Restauration dauert immer ein Jahr, anderthalb Jahre, okay, ne, wenn man vernünftig macht, von Motor bis Getriebe und komplett entlackt alles. Und ja. Ich weiß ja, wie es bei dir in der Werkstatt aussieht und wie die Autos aussehen, wenn du sowas machst. Dann sind die blank bis aufs Blech, alles ist auseinander. Also das ist eine Frame-Off-Restauration, komplett, oder? Ja. Ja. Kannst du bestätigen. Motor komplett gemacht, Getriebe. Das sind alles Bilder, wo das Auto wegen komplett nackt ist, komplett blank geschliffen und dann wurde er schön lackiert, okay, liebevoll zusammengebaut zum Schluss. Und okay. Und Motor hast du auch überholt? Motor, Getriebe ist von einer Hamburger Firma auch gemacht, okay, worden, sehr bekannt ist. Ja. Lackierung habe ich auch einen guten Lackierer, die ich jahrelang immer zusammenarbeite, sind auch die besten. Ja. Ich arbeite nur mit Profi zusammen, so wie mit nein, ich muss also Emanuele, das ist Scuderia Estefan. Epifania. Oh mein Epifania. Gott, ich bin wieder vorbereitet, du. Scuderia Epifani, also wenn man mal einen Fiat, einen Alfa Romeo, irgendwas Italienisches, Ferrari habe ich auch schon bei dir gesehen. Alles mögliche. Alles, also ich mache auch VW oder Porsche, mag ich auch. Also was Blech angeht oder Service und so weiter, da bin ich immer. Sorry, mein Handy. Also wie gesagt, ich freue mich immer, weil da kommt echt Qualität, muss man sagen. Und ich, für mich ja, das perfekte Auto für Gastronomen, weil einer war schon hier. Mein Roberto aus Hamburg, hat hier nette Restaurants in Hamburg, ich kenne den schon ganz lange. Der ist da rumgeschlichen, hat gesagt, oh, eigentlich muss ich da meine Werbung drauf machen und vor meinen Laden stellen. Mehr geht nicht. Ja? Also es ist ja ein Familienfahrzeug, hat viel Platz drin durch diese Kombi. Und wenn man es umlegt, hat man so eine Ladefläche, also ein bisschen, ja, Kombi. Halt, das ist, ne, ein Gärtner. So, ne? Ein Gärtner. Kannst du hinten die Blumenkästen reinstellen und dann durch die kleinen Straßen im Feld da längs fahren. Und dafür war es gedacht. Deutsche Papiere, habe ich gesagt. Du hast alles gemacht. Willst du noch was? Gibt es noch irgendwas zu erzählen? TÜV wird neu gemacht bei Auslieferung. Genau. Das ist ein Neuzustand. Seitdem der Motor ist ja maximal 1000 Kilometer gefahren, ja, seitdem ich das Auto habe. Wir müssen mal rumgehen. Komm, Thomas, wir gucken mal hier rum. Wir haben natürlich so viele Schönheiten irgendwie, die man so, der Spiegel, so süß, dann die Türen natürlich. Die Schiebefenster sind was Besonderes, das hat nicht jeder, ne? Ah, okay. Das ist ein Chrom-Modell. Also Vollausstattung. Ja, kann man sagen. Vollausstattung, cool. Ja, hinten dann die Klappe, da hast natürlich echt auch Platz. Ne? Guck mal hier, ist es halt. Und wie das hier alles. Jetzt müssen wir eigentlich gleich mal, ich weiß ja jetzt schon, wo der Motor ist. Vielleicht kannst du das mal aufmachen, Emanuele. Jeglichen Kommentar sparen, weil ja, das also ist der Motor ist original Fiat Motor, aber die haben wir ein bisschen optimiert. Das ist ein der hat 650 Kubik anstatt 500. Okay. Und der hat ein bisschen mehr PS, also ich denke mal so um die 30 PS hat er schon. Da kann man ein bisschen zügiger Stadtverkehr fahren oder Landstraße. Das ist eine Waffe, würde ich sagen. Aber ohne Tuning oder sonstiges, also nur
Ich glaube, da geht es auch gar nicht drum bei dem Auto, wie er es da hat. Nee. Das ist einfach, das macht Spaß. Der fährt, der ist, weil er springt an. Also der, ich habe den gestern, stand ein paar Tage schon hier, bevor wir jetzt dazu kommen, den zu drehen. Und wie man sieht, er ist angemeldet, also hat deutsche Papiere und alles. Du hast ihn ja auch schon sehr lange. Hier, das ist wirklich alles, so ein bisschen Patina hat er noch, das hast du extra so gelassen hier oder sowas macht ja, man kann man da nicht komplett jetzt verchromen, das sind Alurahmen, die sind sehr zillig und zerbrechlich, da muss man ein bisschen vorsichtig beim Polieren, ne? Deswegen hat er ein bisschen, aber also, das ist halt so. Ne? Und das, was ich auch natürlich ganz spannend finde hier, ne? Guck mal, das Dach hier, geht das so, es klappt man so hoch, ne, glaube ich. Genau, einfach und zack, weißt du, und dann hast du es zu und so, und ist es auch dicht oder dann kommt da... Ja, natürlich. Ist dicht. Und wenn du so ein Auto lässt du nicht im Regen, ne? Das ist, Ich mach mal auf, dann können wir mal reingucken von drin. Tja, jetzt kann man hier, geht es jetzt genauso weiter. Und hier bei der Handbremse zum Beispiel, weißt du, da siehst du so die jahrzehntelange Benutzung, aber eben halt neu lackiert. Du siehst hier so kleine Dellen drin. Also Dellen ist der falsche Ausdruck, aber so, naja, ihr wisst schon, was ich meine, glaube ich. Hier alles neu. Sieht von innen genauso aus wie von außen. Also das Ding ist wirklich, ich weiß nicht, ob sie großartig anders aussahen, als er damals vom Band gelaufen ist. Süßes Lenkrad. Und alle Schrauben, die hier verbaut sind, das sind die Originalschrauben. Die habe ich, so wie du da sehen kannst, da steht überall vier drauf. Die habe ich verzinken lassen, die Schrauben. Ah, okay. Und da sind die Originalschrauben wieder rangekommen. Hier kann man auch vier, siehst du hier. Okay, das ist ein schöner Hinweis. Das sind so kleine Details, die wirklich toll sind. Ich würde vorschlagen, wir gucken mal, wie der Wagen fährt, oder? Und wenn Sie noch sowas in der Garage stehen haben, also Porsche, Fiat, Ferrari, was verkaufe ich noch? Mercedes, was noch? BMW. Alles, was mir gefällt. Ab und zu mal BMW. Egal. Wenn was Schönes da rumsteht in der Garage und nicht mehr gefahren wird, rufen Sie mich gerne an. Ich kaufe gerne Autos an oder verkaufe die im Kundenauftrag. Und meinen Kanal immer gerne bei YouTube abonnieren, freue ich mich auch. Ja? So, da sieht man dann auch immer mal so Jungs wie Emanuele. Und schön, wenn mal so Gäste dabei sind. Jetzt fahren wir mal eine Runde, komm. Das ist schon cool hier. Guck mal. So. Oh. Mal, wie groß bist du, Ingo? Ich bin 1,90. Und dann sitzt du bequem, oder nicht? Ich sitze gerade bequem. Ah. Das ist ein Platz, wenn man echt. So. Hier, starten tut er ja hier in der Mitte. Hier. Das ist ganz cool. Starten nicht irgendwie mit dem Schlüssel oder Knopf. Du hast hier in der Mitte so zwei Hebel. Einer ist Choke, der andere ist. Kann man das sehen? Ich mach mal hier so. Guck mal hier. Ne? Und dann machst du hier. Du musst die Zündung anmachen hier. Achso, Zündung muss ich natürlich anmachen, sonst geht es nicht. Okay? Läuft! Oder? Ja, und das ist hier Licht oder was? Habe ich Licht angemacht? Ja. Habe ich angemacht? Okay. Ich habe einfach alle Knöpfe gedrückt, die hier so sind. Sind nicht so viele. Ja, was soll ich sagen? Tolles Auto. Wenn man Lust auf sowas hat, gerne vorbeikommen. Steht hier bei uns, wird im Kundenauftrag verkauft. Und Emanuele, danke dafür. Ne, kann noch mal kurz. Scuderia. Epifani. Wetzel, ey. So. Ich grüße Italien heute hier, weißt du? Schöne Grüße nach Italien und alle Italien-Freunde. Und ich freue mich auf den Besuch und auch solche Autos stehen hier rum bei Wetzel Automobil. Ja? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss, Wetzel!